Gucken wir uns das an einem Beispiel an. Also das ist unsere Grammatik, ganz einfache Grammatik für die Sprache A hoch N, B hoch N. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und zwar wäre das Gödelwort, ja, wir schreiben jetzt einfach diese Sachen auf. Wir haben eine Variable, ja, V1, haben wir hier S genannt, ist unsere einzige Variable. Wir haben zwei terminale Zeichen, ja, 1 und 2, das wäre das Zeichen A und B. Dann kommen unsere Regelmengen, ja, die einzige, oder die Variable Nummer 1, das ist die einzige, die wir haben, geht über ins leere Wort, das ist diese hier. Und S geht über nach A, S, B, würde sich hier wiederfinden in der Codierung, ja, Variable 1 geht über nach das erste Terminalzeichen, dann S und das zweite Terminalzeichen B. So, und wenn wir das machen, wie ich sie eben gesagt habe, dass wir einfach diesen Symbolen unseres Alphabetes Ziffern zuordnen, ja, schreiben wir einfach so auf. Ja, so, wir fangen an mit Klammer auf. 4 ist diese 4. Dann V ist 1, ist diese 1. Dann kommt das Zeichen 3, das ist der Strich, ist dieser Strich hier. Dann kommt ein Komma, ja, halt mal, genau, dann kommt ein Komma, das ist das Zeichen, wo ist es? 6 ist diese 6 hier und so weiter und so fort. Also einfach nur hinschreiben. Es klingt viel dramatischer, als es ist. Ja? Und das Tolle, was ich jetzt habe, ich habe eine Zahl, mit der ich eindeutig eine Grammatik beschreiben kann. Ja, ich brauche gar keine Regeln mehr angeben, das ist eine Codierung. Ja, sieht viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ich schreibe das einfach hintereinander weg. Ja, wirklich so von der Symbolik, so wie es hier steht, die Zeichen schreibe ich einfach hier auf. Das letzte Zeichen müsste eine Klammer zu sein, das ist diese 5 hier. Davor kommen noch zweimal die Striche, das ist zweimal die 3 hier. Ja, also können Sie einfach hintereinander wegschreiben. Es ist einfach nur sozusagen diese Zeichenkette hier oben kodiert. Das, was wir hier haben, interpretiert als Zeichenkette, ist genau diese Zahl, wenn ich die einfach hintereinander wegschreibe. Mit diesem Code, den ich hier angegeben habe.